schöne Melodie soll Joseph Haydn komponiert haben. Johannes Brahms hat sie als Grundlage für seine Variationen über ein Thema von Haydn benutzt. Und das Instrument, welches sie zu Beginn dieses Orchesterwerks solistisch vorträgt, ist die Oboe. Wegen ihres warmen und intensiven Klangs haben aber auch viele andere berühmte Komponisten der Oboe in ihren Sinfonien, Konzerten und Opern eine wichtige Rolle zugewiesen. Dies hier ist ein Solo aus Schuberts unvollendeter Sinfonie. In der Barockzeit war die Oboe ein noch relativ neues Instrument. Sie konnte sich aber sehr schnell etablieren. Komponisten wie Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel haben oft auf sie zurückgegriffen und wunderbare Oboenstimmen komponiert. Eine Kantate von Bach beginnt zum Beispiel so. Auch in der Unterhaltungs- und Filmmusik hat die Oboe ihren festen Platz, wie dieses Beispiel zeigt. Die Oboe zählt zur Familie der Doppelrohrblattinstrumente. Ihr Mundstück, wie auch das des Fagotts, besteht aus zwei gegeneinander schwingenden Schilfstücken. Hier ist ein solches Rohr, wie das Mundstück in der Fachsprache heißt, aus der Nähe zu sehen. Da das Material des Rohrs als Naturprodukt in seinen Eigenschaften stark schwankt und mit dem Schnitzmesser sehr fein bearbeitet werden muss, ist es nicht leicht, ein wirklich gutes Exemplar herzustellen. Ich bin nicht nur seit über 20 Jahren als Oboenlehrer an der Musikschule Jülich tätig, sondern kenne mich auch mit der Herstellung von Oboenrohren besonders gut aus, denn ich baue diese Rohre schon lange professionell und verkaufe sie an viele Kunden im In- und Ausland. Insofern wird das Kapitel Rohr für meine Schüler nie zu einem wirklichen Problem. Denn ein gewisses Kontingent von Rohren ist gratis in meinem Unterricht enthalten. Wenn man das Spielen der Oboe erlernt, hat man hinterher sehr gute Möglichkeiten, in einem Orchester oder Ensemble mitzuspielen, da es nach wie vor nicht so viele Oboisten gibt. Bei Interesse kann man sich einfach an die Musikschule wenden. Diese wird dann schnell den Kontakt zu mir oder zu meiner Kollegin herstellen. Bye.